Marco Arturo, ganz herzlichen Glückwunsch zum Sieg und zu deinem wunderschönen Goal. Wie hast du den Match heute erlebt? Merci vielmals zuerst. Ich denke, es war nicht so ein einfaches Spiel gewesen, aber wir haben die drei Punkte jetzt nehmen wir auf Aarau und wir haben vier Goal geschossen auswärts. Das war eine gute Leistung von uns als Mannschaft. Welche Qualitäten haben wir heute gebraucht, um uns den Sieg zu verdienen? Ja, ich denke, wir haben schon der eine oder andere Konter sehr gut gespielt. Und auch im Ballbesitz haben wir ab und zu ein paar Fehler drin gehabt, aber das gehört dazu. Der Kunstlass ist sehr schnell. Aber wir haben wirklich eine top, auch von der Einstellung, eine richtig gute Leistung von uns als Mannschaft. Definitiv. Es geht jetzt Schlag auf Schlag. Wie blickst du voraus auf die Wochen mit sehr vielen Spielen bis zur Winterpause? Ja, ich freue mich. Ich denke, jeder Spieler freut sich auf das Spiel. Und jetzt wollen wir die positiv gestalten. Super, danke vielmals. Silvan Schwegler, ganz herzlichen Glückwunsch zum Sieg und auch zu deinem ersten Einsatz in dieser Saison. Wie hast du deinen Einsatz erlebt? Ja, zuerst danke vielmals. Ich war ja schon ein bisschen nervös, muss ich sagen. Jetzt der erste Einsatz und dann gerade in so einem Spiel gegen Xamax, wo sehr hitzig war, habe ich gefunden. Wir haben gut geschossen, wir haben sie schnell wieder bekommen. Aber ich bin zufrieden mit meinem Einsatz, den ich hatte und hoffe auf weitere Sieg und auf weitere Spielminuten für mich. Du hast zuletzt ziemlich viel Geduld gebraucht, hast ein paar Monate nicht so viele Einsätze gehabt. Wie bleibt man in dieser Phase ruhig und positiv? Ja, also eben, wie du gesagt hast, man muss positiv bleiben. Man muss immer hart daran arbeiten, hart an sich selber arbeiten. Und irgendwann wird auch der Moment kommen, wo du den Einsatz bekommst. Und dann musst du abliefern. Super, danke vielmals. ProCloud, Ihre Nummer 1 im Aargau für IT-Outsourcing und Cloud-Services. Stefan Keller, ganz herzlichen Glückwunsch zum 4-2-Sieg hier in Neuenburg. Wie analysierst du unseren Auftritt so kurz nach Spielschluss? Sehr ein effizienter Auftritt heute. Wir haben gut angefangen, auch so wie wir wollen. Von der Spielanlage ist das am Anfang ist es korrekt gewesen. Wir sind dann auf 1-0. Das 2-0 war dann schon ein Konter gewesen. Wir haben auch schon dort müssen leiden und kämpfen. Wir haben ein bisschen Mühe gehabt mit dem zweiten Ball. Haben wir angeschaut mit den zwei Stürmern. Schiessen das 2-0. Das ist eine super Aktion. Und kommen dann unglücklich einfach ein bisschen ein unreifes Foul an der Seitenlinie. Ein Kopfballduell, das du verlierst. Und dann kommst du eine Minute vor der Pause 2-1 über. Das sind immer unglückliche Momente. Aber ich denke, wir haben das relativ gut gehandelt mit den Spielern. Wir haben klar angesprochen, was die Probleme sind. Sie waren hart, aber haben trotzdem einen Weg vorwärts ihnen aufgezeigt. Und nachher die zweite Halbzeit war schwierig. Sie waren dann sehr effizient und das gebührt eine grosse Freude, einen grossen Stolz, dass wir das haben können, weil wir sicher in der Effizienz in den ersten 11 Spielen auch mal etwas haben lassen liegen. Du hast aus verschiedenen Gründen auf mehreren Positionen Wechsel vornehmen müssen. Aber du Jommer ist eigentlich nie von uns. Hat man manchmal das Gefühl, du hast fast Freude an so Herausforderungen? Ja, ich denke eben, ich habe es den Jungs auch gesagt, es ist einfach ein guter Trainer zu sein bei 30 Grad. Und wenn man das Freundschaftsspiel gewonnen hat gegen Kriens 5-1, dann ist es einfach. Dann ist es auch einfach, um ein guter Spieler zu sein. Wenn es dann schneit, es wird schwieriger. Dann auch probieren, dann die richtigen Entscheidungen zu treffen, den Jungs Vertrauen zu geben und auch ein bisschen Mut zu beweisen. Das gehört dazu. Dass es dann am Schluss gut auspackt, das nehme ich sehr gerne mit. Aber das weisst du in dem Moment, wo du es machst, weisst du das nicht. Aber nein, du wirst mich im Moment nicht hören jammern. Auf dem Schulbuch von meinem Trainerbuch bin ich noch nicht. Es wartet jetzt ein ziemlich dicht drängendes Programm die nächsten Wochen mit einem recht dünnen Kader. Wie blickst du auf das voraus? Ja, Profifußball ist kein Kindergeburtstag. Aber wir werden die Spieler zusammenflicken. Wir haben einen medischen Staff, wo sehr, sehr gute Leute drin sind. Wir haben aber auch Spieler, die es rechtzeitig angegeben haben. Und die haben wir heute rausgenommen. Die werden wir zusammenflicken. Wir werden morgen auslaufen. Sonntag werden wir noch genau schauen, was wir machen. Und dann gehen wir am Montag ins Tessin. Und dann wird es auch dort wieder einen Moment geben, zum Füße auflagern, zum einfach zusammen sein, zum den Spirit weiter wachsen. Und dann werden wir am Dienstag ganz sicher wieder 11 gute Spieler am Abpfiff haben in Chiasso. Danke vielmals.